e poi le domande per il calciatore. Ok, also willkommen zur Pressekonferenz. Wir fangen mit den Fragen für den Trainer an und dann für den Spieler. Bitte aufs Mikrofon warten. Aspettare il microfono, per favore, prima di fare le domande. Grazie. Ho un accento vagamente campano. Sì. Buonasera, mister. In una stagione così complicata, gli infortuni e tutto quello che è successo, vuole per favore fissare l'importanza di questa competizione per la Roma? Perché in Italia il rapporto delle squadre con l'Europa League è sempre stato un po' tormentato. Per qualcuno è una scocciatura, una rottura di scatole, per qualcun altro è un'occasione. Ecco, alla luce della stagione che sta vivendo la Roma, con i problemi di formazione che ha avuto, che cosa significa per la Roma l'Europa League? Chi lavora in Roma deve sempre pensare in vincere. È una altra competizione, ma noi giochiamo sempre per vincere. Non è importante quella che è la competizione, che è importante vincere la prossima partita. E non dobbiamo pensare domani giocheremo contro una grande squadra e dobbiamo pensare in vincere. Gut, also die Frage war jetzt nach einer gewissen komplizierten Saison, muss man sagen, mit vielen Verletzten auch. Wie wichtig ist Ihnen dieser Wettbewerb, die Europa League und auch für die Roma im Allgemeinen? Von anderen italienischen Vereinen wird dieser Wettbewerb nicht immer ganz so ernst genommen. Die Antwort daraufhin: Also wir bei der Roma müssen immer daran denken und arbeiten daran, immer zu siegen, immer das nächste Spiel zu siegen. Es ist ein weiterer Wettbewerb, in dem wir hier teilnehmen, die Europa League. Aber es ist nicht wichtig, welcher Wettbewerb es ist. Es ist wichtig, dass wir ans Siegen denken und daran denken, immer im nächsten Spiel unser Bestes zu geben, um dementsprechend auch erfolgreich zu sein. Und so müssen wir auch morgen an das Spiel rangehen. Oui. Grazie. Buonasera, una domanda per l'allenatore e una domanda per Paolo Lopez. Domande per il capitano. Ah, scusa, allora giusto, scusate. E volevo chiedere, dopo quello che è successo nella partita d'andata e il rigore inesistente ammesso sia dall'arbitro che ribadito anche oggi dall'allenatore del Borussia Mönchengladbach, si aspetta una grande attenzione da parte del direttore di gara nella partita di domani sera? E se la partita di domani sera è decisiva, determinante per il passaggio del turno per la Roma? Grazie. Più per Borussia, penso che è decisiva più per Borussia, ma è una importante partita per le due squadre. Penso che è una partita diversa della prima. Quanto a questa questione dell'arbitro, è passato, non lo pensiamo adesso la prima partita, dobbiamo pensare in domani, lottare tutti insieme per vincere domani. Gut, also die Frage war jetzt, mit dieser ganzen Schiedsrichterleistung, auch mit dem Elfmeter, der gegeben worden ist, den jetzt der Trainer von Mönchengladbach auch als keinen Elfmeter angesehen hat. Glauben Sie, dass eine besondere Aufmerksamkeit dann auch auf die Schiedsrichter dann morgen gelenkt wird? Und die zweite Frage, eine Anschlussfrage auch, glauben Sie, dass dieses Spiel morgen entscheidend ist für das Weiterkommen in der Europa League, für die Qualifikation für die nächste Runde? Zunächst zur zweiten Frage. Also ich glaube, dass es mehr oder wichtiger ist für die Borussia morgen das Ergebnis als für uns. Es ist entscheidender für die Borussia auf jeden Fall. Es ist natürlich ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften, aber ich glaube, dass das Spiel anders gestaltet wird als im Hinspiel. Und was die Schiedsrichter angeht, also wir dürfen nicht daran denken, was im Hinspiel jetzt passiert ist, wie die Schiedsrichterleistung war. Wir müssen an das Spiel morgen denken. Das ist wichtig, dass wir alle zusammen kämpfen, um morgen dementsprechend auch einen Sieg einzufahren. Oui.
Buonasera mister. Buonasera. Volevo chiedere due cose. Una più sulla partita di domani. Dzeko sembra ormai sempre più, si ha buttato via la maschera, sembra sempre più ristabilito. Che cosa significa per una squadra avere un giocatore della sua esperienza, dell'esperienza di Dzeko al centro dell'attacco? E la seconda domanda, visto che il numero di infortuni della Roma è altissimo, ma in tutti i club ci sono infortuni, come lei ha più volte detto in conferenza, bisognerebbe giocare meno partite, il calendario è troppo serrato. Ovviamente meno partite significherebbero meno partite in TV, meno denaro, meno introiti. Lei sarebbe disposto a tagliarsi lo stipendio per giocare meno partite? Lei e i calciatori sarebbero disposti a tagliarsi un po' lo stipendio per giocare meno partite? Sì, perché no? La prima domanda ma se non si fa sopra il Dzeko, l'importanza del tempo Dzeko, 100% che sappiamo che Dzeko è molto importante per noi, se sta giocando senza maschera è un segnale che sta bene, che puoi giocare come si dice sempre, al 100%. È un giocatore molto importante per noi. Gut, also die erste Frage war hinsichtlich Dzeko. Er hat jetzt im letzten Spiel seine Maske abgenommen, also scheint wieder fast 100% fit zu sein. Wie wichtig ist er als Spieler und auch seine Erfahrung? Darauf die Antwort vielleicht erstmal kurz. Ja, wir wissen, alle wissen wir, dass Dzeko ein sehr wichtiger Spieler für die Roma ist, für uns ist. Und dass er ohne Maske gespielt hat jetzt im letzten Spiel, ist natürlich ein sehr gutes Zeichen. Das heißt, dass er gut ist und fast bei 100% wieder ist. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, ganz klar. Und die erste Frage, die zweite Frage, die gestellt worden ist, aufgrund dieser Verletztenliste auch, wird ja immer wieder diskutiert, vielleicht weniger Spiele anzusetzen, damit die Spieler sich nicht so oft und so schnell auch verletzen, was aber bedeuten würde, dass es natürlich weniger Gelder gibt, weniger TV und so weiter und so fort, Übertragungen. Würden Sie oder wären Sie damit auch einverstanden, Ihr Salär dementsprechend auch kürzen zu lassen? Und die kurze und prägnante Antwort daraufhin ist, warum nicht? Eu quero voltar à segunda questão, mas em português, pode ser? Vuole approfondire la questione, però parlerà in portoghese. Eu estou disposto a tudo, inclusivamente a perder dinheiro, para ver melhores espetáculos. A questão é esta. Todos nós queremos ver jogos. Inclusivamente eu, quando estou em casa, quero ligar a televisão e ver jogos. Mas eu quero ver bons espetáculos, quero ver bons jogos com os melhores jogadores. E o que se está a assistir agora não é só em Itália. Nós falamos porque estamos em Itália, mas isto passa-se nos outros campeonatos também. É que há claramente excesso de jogos. E, obviamente, isto fisicamente não é de todo aconselhável para termos sempre os melhores jogadores e as melhores equipas em condições de proporcionar bons espetáculos. A questão é que, se não se joga para as ligas domésticas, joga-se para as competições europeias e depois ainda se criam muitos outros torneios, como a Taça das Nações, as ligas das seleções. Quer dizer, eu acho que isto deve ser repensado, encontrar uma melhor calendarização, uma melhor forma de organizar as competições para não haver este problema que existe na maioria dos grandes clubes europeus, que tem a ver com as lesões. Porque fisicamente é quase impossível, com tantos jogos, tantos minutos, ter os melhores jogadores nos melhores jogos para proporcionar melhores espetáculos. É só esta a minha opinião. Mas, se for preciso, nós perdermos dinheiro com isso, não há problema nenhum. Faccio io in sì, in perfetto, italiano. Grazie.
quindi riprendendo la questione, dice: io sono disposto a tutto, compreso a perdere del denaro per avere un migliore spettacolo, perché a tutti piace guardare il calcio in televisione, anch'io quando sono a casa mi piace accendere la televisione, vedere una bella partita, ma godere anche di uno spettacolo con i migliori giocatori. E invece al momento, questo non succede soltanto nel campionato italiano ma in tutti i maggiori campionati, si giocano troppe partite, e questo da un punto di vista fisico comporta dei problemi che impediscono alle migliori squadre di avere a disposizione i migliori calciatori. E la questione è che se non si gioca il campionato domestico si giocano le competizioni europee, se non sono le competizioni europee ci sono delle nuove competizioni che vengono inventate, come per esempio la Coppa delle Nazioni per le squadre nazionali. Quindi ecco, secondo me va ripensato tutto questo, va trovato il modo di razionalizzare il calendario per organizzare il tutto al meglio ed evitare questi problemi che poi si verificano nella maggior parte dei grandi club europei, perché da un punto di vista fisico è praticamente impossibile avere i migliori giocatori al 100% per offrire il miglior spettacolo possibile. Quindi ecco, pertanto, è soltanto la mia opinione, se fosse necessario a tal fine ridursi il proprio ingaggio, perché no? Gut, also es ging jetzt nochmal um den Punkt, weniger Spiele eventuell aufgrund der Verletzungsmisere von den Spielern im Allgemeinen. Jetzt die eigene Meinung nochmal vom Trainer. Also ich bin offen für alles, auch weniger Gehalt durchaus, wenn es das Spektakel dann auch dementsprechend fördert. Natürlich ist es schön, sich die Spiele im Fernsehen anzuschauen und den Fußball zu verfolgen, aber man will auch immer die besten Mannschaften und die besten Spieler sehen. Aber bei diesen ganzen Spielen, bei der Anzahl von Spielen, nicht nur in der Liga, sondern auch dann auch auf europäischer Bühne oder auch in der Nationalmannschaft. Das sind einfach viel zu viele Spiele, die dann dazu führen oder dazu führen können, dass sich einfach die Spieler auch verletzen. Jeder will natürlich die besten Mannschaften mit ihren besten Spielern dann auch zu sehen bekommen, aber aufgrund dieser Anstrengungen, die die Spieler auf sich nehmen müssen, geht auch natürlich auch etwas Spektakel verloren. Es kommen diese körperlichen Probleme kommen auf, die Spieler verletzen sich und man muss das Ganze überdenken, sich Überlegungen vielleicht machen, wie man das besser organisieren kann, den Kalender durchaus auch überarbeiten, um diese Probleme, diese körperlichen Probleme, die die Spieler dann auch haben, dementsprechend zu beheben. Und jeder möchte natürlich die Spieler bei 100% sehen und auch ein 100%iges Spektakel sich anschauen, aber das geht unter diesen Voraussetzungen, ist es schwierig. Buonasera. Ho letto nei giorni scorsi che su Florenzi lei avrebbe maturato la decisione di farlo giocare solo nelle zone più alte, non più in difesa. Volevo sapere se è una cosa che è esattamente così, cioè che secondo lei Florenzi può essere più utile come attaccante e non come difensore, e nel caso se è pronto a tornare in campo domani. È pronto per giocare domani. Como saben, yo no paro de mi conversa. Sí, de mi colloquio. No, conversación. Conversación con mi jugador. Florencio puede jugar en diversas posiciones. Y pronto, domani vediamo se giocherà domani o no. Okay, die Frage war zu Florenzi, den Sie gedenken, weiter vorne einzusetzen und nicht unbedingt hinten in der Abwehr. Wird er bereit sein, morgen auch dementsprechend spielen zu können? Die Antwort daraufhin. Also er ist bereit, er ist in der Lage, morgen aufzulaufen, morgen zu spielen. Ich werde natürlich jetzt nicht sagen, ob er dann dementsprechend von Anfang an spielt oder erst eingesetzt wird. Und auch über den Rest der Mannschaft, die morgen dann aufs Feld geschickt wird. Aber Florenzi ist ein sehr flexibler Spieler, der kann auf vielen Positionen spielen und wir werden sehen, ob er morgen dann dementsprechend aufläuft. Buonasera. In Italia lei ha sicuramente conosciuto Arrigo Sacchi, no, come allenatore. E durante un campionato europeo cambiò 10 uomini fra una partita e l'altra, poi quella partita la perse, e da allora in Italia l'idea di fare tanto turnover
è diventato un peccato mortale. Lei come si pone riflesso al turnover? Cioè è uno che comunque ci crede nell'importanza di cambiare, o come diciamo da noi, squadra che vince non si tocca, non si cambia? No, io penso con tanti partite se possiamo cambiare giocatore è importante, ma devo dire che in questo momento per noi non è possibile. Non è possibile cambiare molti giocatori. È così. La verità è che se domani possiamo cambiare, io cambio, ma non è possibile adesso. Gut, also die Frage in Bezug auf einen ehemaligen Weltklasse-Trainer Arrigo Sacchi, der in Europa, in den Wettbewerben in Europa von einem Spiel zum anderen Spiel mal 10 Spiele ausgewechselt hat, das Spiel dann aber verloren hat und seitdem gilt es eigentlich, nicht zu viele Rotationen oder nicht zu viele Wechsel vorzunehmen. Das gilt fast quasi als Tabu in Italien. Was halten Sie davon? Rotation ja oder nein? Und oder sollte man das gewinnende Team nicht austauschen zwischen den Spielen? Die Antwort daraufhin: Ja, wir haben sehr viele Spiele, die wir bestreiten müssen, und da zu rotieren oder die Spieler durchzuwechseln kann durchaus helfen, kann auch wichtig sein, aber bei uns ist es einfach momentan nicht möglich aufgrund der Verletzungsmisere auch. Wir haben nicht genügend Spieler zur Verfügung, um die jetzt auch durchzuwechseln, und wenn wir die Chance hätten, morgen mal die Mannschaft zu wechseln, dann würden wir das auch machen. Abbiamo esaurito le domande per Mr. Fonseca, passiamo alle domande per il calciatore. Frage an den Spieler nun. Prego. Buonasera Pau. Nelle prime 5 giornate di campionato la Roma ha incassato 9 gol, nelle successive 6 ne ha incassati 3. È ovvio che non può essere tutto merito del portiere. Ma tu quanta parte di merito ritieni di avere? E poi ti volevo chiedere un'altra cosa sul tuo modo di giocare. Qui fai quasi il regista difensivo di questa squadra, sei stato preso anche per questo, perché sai giocare bene con i piedi. Ma anche al Betis eri abituato a fare questo tipo di calcio, o per te è una cosa nuova? Grazie. Non lo so, siamo una squadra che sta crescendo, è vero che i primi partiti abbiamo incassato molte gol, ma credo che la squadra sta imparando, credo che imparerà nei prossimi 2-3 mesi, e questo è così. Sono arrivati molti calciatori nuovi, l'allenatore è nuovo, questo è una questione di tempo, no? Sappiamo che la Roma dall'inizio dobbiamo vincere giocando bene, ma credo che siamo una squadra che sta lavorando molto bene, che sta crescendo ogni partita, e questo credo che è la squadra per la strada per seguire, no? Ho giocato con i piedi l'anno scorso nel Betis, sono cresciuto l'Espagnol, ma là non giocavo così. Grazie al mister Setién mi ha aiutato molto a crescere, ho imparato molto con i piedi, sono stato fortunato di andare alla nazionale, forse grazie a lui. Gut, also die erste Frage war: In den ersten 5 Spielen hat Roma 9 Gegentore kassiert, in den darauffolgenden 6 nur 3. Es kann nicht nur alles am Torhüter liegen, aber vielleicht auch ein Großteil. Du bist vor allem auch, die zweite Frage dann, du bist auch gut mit den Füßen, du bist auch nicht nur Torwart, sondern auch letzter Mann hinten quasi. Ist das was Neues für dich? Wie fühlst du dich in dieser Rolle auch? Zur ersten Frage:
Ja, also natürlich ist es schwierig. In den ersten Spielen haben wir viele Tore kassiert, aber wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Wir lernen dazu, wir verbessern uns und ich glaube, dass es in den nächsten Monaten auch um einiges besser wird. Es ist klar, dass am Anfang einer Saison mit vielen neuen Spielern, auch einem neuen Trainer, das braucht einfach seine Zeit, bis das zusammenwächst und erfolgreich dann auch ist. Aber wir von der Roma wollen jedes Spiel gewinnen, das ist unser Anspruch. Wir wollen gut spielen dabei auch. Wir arbeiten sehr gut zusammen und ja, wachsen von Spiel zu Spiel. Zum Thema, ja, letzter Mann quasi. Ja, ich habe in meinen Stationen zuvor bei Betis, vor allem dort, habe ich gelernt, auch sehr gut mit dem Ball umgehen zu können, mit den Füßen. Und bei Espanyol davor war es nicht so der Fall. Aber der Trainer bei Betis, der hat Großes mit mir vollbracht. Der hat mir da geholfen und hat mich da sehr unterstützt und hat mir das sehr gut beigebracht, sagen wir mal, auch dieses gewisse Ballgefühl auch zu haben, auch mit dem Ball gut umgehen zu können. Und daraufhin habe ich auch das Glück gehabt, jetzt auch dementsprechend in die Nationalmannschaft einberufen zu werden. Eccoci. Ciao. Nelle ultime 10 edizioni di Europa League le spagnole hanno vinto 6 volte, 3 volte l'Atletico, 3 volte il Siviglia. È chiaro che in Spagna questa è una competizione che conta, non viene snobbata. Allora ti voglio chiedere, da spagnola avete mai avuto l'impressione che invece le squadre italiane la snobbassero? Che importanza dai tu all'Europa League? E insomma, vincere è sempre difficile, ma dove può arrivare questa Roma in questa competizione? Sì, sempre ho pensato che le squadre italiane erano molto forti, così l'hanno fatto durante tutta la storia. Per me è una competizione che mi piace molto. Ho giocato l'anno scorso con il Betis, ci hanno mandato via una squadra francese. E per me è una competizione importante, per me, credo che per tutta la squadra, no? Sempre pensando ogni partita, credo che è la strada a seguire. Credo che non dobbiamo mettere nessun obiettivo adesso, ma vediamo alla fine della stagione dove siamo, quello che possiamo lottare e vediamo che possiamo vincere, no? Gut, also die Frage, in der letzten Europa-League-Saison, das muss man eigentlich sagen, dass vor allem spanische Mannschaften mit Espanyol, Sevilla und anderen auch sehr erfolgreich in diesem Wettbewerb in der Europa-League aufgetreten sind, sie auch mehrmals gewonnen haben. Hatten Sie damals oder haben Sie das Gefühl, dass italienische Vereine vielleicht diesen Wettbewerb nicht ganz so ernst nehmen? Was hältst du von diesem Wettbewerb und wie weit kann es die Roma schaffen in diesem Wettbewerb? Die Antwort daraufhin. Ja, also was die italienischen Teams angeht, die sind doch auch immer sehr stark in der Europa League aufgetreten, auch Erfolge erzielt. Ich jetzt für mich persönlich, mir gefällt dieser Wettbewerb, die Europa League. Ich habe da letztes Jahr auch mit Betis auch schon gespielt und ich glaube aber, dass jetzt hier bei der Roma auch, dass dieser Wettbewerb wichtig für alle ist. Wir müssen einfach nur von Spiel zu Spiel immer denken und diese Straße, die wir jetzt zusammen angegangen sind, weiter fortführen und schwierig jetzt natürlich am Anfang dieser Saison Ziele zu äußern, aber wichtig ist, was dann am Ende bei rauskommt und sehen dann am Ende, wie weit es die Roma schafft und wie weit wir insgesamt auch, wie erfolgreich wir insgesamt dann auch am Ende der Saison dastehen. Ciao Pau, intanto complimenti per l'italiano. Grazie. E volevo chiederti chi è per te il portiere più forte del mondo e qual è invece il portiere che tu studi perché pensi che abbia un tipo di gioco simile al tuo che puoi migliorare? La seconda, non studio nessuno, ma mi piace imparare di tutti i portieri perché di tutti poi posso imparare qualche cosa. Il portiere più forte, non lo so, è difficile parlare di solo uno, no? Ma per me ti posso dire due, per me adesso sono più bravi di altri. Per me Oblak e Ter Stegen sono un po' più avanti di altri portieri. Niente. Ok.
Okay, also die erste Frage zum, ja, wer glauben Sie ist der stärkste Torhüter in der Welt? Daraufhin die Antwort, also es ist schwierig zu sagen, wer ist der stärkste Torwart in der Welt ist, aber ich würde da vielleicht zwei Namen hervorheben wollen, und zwar einmal Oblak und zum anderen Ter Stegen. Und die andere Frage, ja, haben Sie ein Vorbild vielleicht, was Torhüter angeht, an dem Sie sich ein bisschen orientieren? Wen können Sie da nennen? Die Antwort darauf hin. Also ein richtiges Vorbild habe ich nicht so wirklich. Ich versuche von allen etwas zu lernen. Ich glaube, dass man von jedem Torhüter irgendetwas lernen kann. Mi aveva colpito il giorno della tua presentazione a Roma. Avevi detto: imparerò presto l'italiano per rispetto dei giocatori, dei tifosi e della società. Ci sei riuscito molto bene, anche rapidamente. Quanto conta, secondo te, avere un buon impatto come tu hai avuto da nuovo acquisto nel calcio italiano, imparando subito la nuova lingua? Te lo dico perché, insomma, come sai, sono ancora dei giocatori che a distanza di 2 o 3 anni non parlano italiano. Non lo so, questo dipende da ognuno, no? Io l'ho detto quando sono arrivato che volevo imparare italiano veloce, perché credo che è un modo di essere più facile l'interazione alla squadra, alla città. I 2 primi mesi che sono arrivato con Claudio abbiamo fatto lezioni quasi ogni giorno. Anche grazie a lui, devo essere grato a lui perché mi ha aiutato molto a imparare veloce. Grazie a lui parlo questo italiano, no? Gut, also die Frage war, vor allem bei Ihrer Präsentation auch, als Sie zu Roma gekommen sind, haben Sie gesagt, dass Sie versuchen werden, die italienische Sprache sehr schnell lernen zu wollen, was man jetzt auch eindrucksvoll sehen kann, was Sie auch geschafft haben. Wie wichtig ist dein Einfluss, den du hast im italienischen Fußball, für alle ausländischen Spieler, die nach Italien kommen, möglichst schnell auch die Sprache zu erlernen? Die Antwort daraufhin, also weiß ich jetzt nicht, es hängt natürlich von jedem Spieler auch selbst ab, inwieweit er sich da bemüht. Als ich zu Roma gekommen bin, habe ich von Anfang an viele Unterrichtsstunden und dank meines Sprachlehrers auch jeden Tag da Unterricht gemacht und habe es geschafft, schnell diese Sprache zu lernen. Ich hatte es gesagt, hatte es angekündigt und es war mir einfach wichtig, auch dann dementsprechend die Sprache schnell zu erlernen, um ja für einen einfachen Umgang auch mit dem Verein, mit der Stadt, mit den Spielern und so weiter und so fort zu sorgen. Facciamo l'ultimo. Ciao. Io non so se, come si dice, adrenalina in spagnolo, forse Claudio mi può aiutare se non adrenalina. Si dice allo stesso modo, sì. Esatto, bravo. Immaginavo. Volevo capire se ti dà più scarica d'adrenalina quando ti passano la palla e ti sta pressando un attaccante, o se un attaccante ti sta per calciare un calcio di rigore. Non lo so, mai mi ho chiesto questo. Non so, provo a aiutare la squadra. È vero che forse da fuori si vede un po' rischioso quello che facciamo, ma credo che non è tanto come si la gente pensa, no? Credo che dipende molto dai miei compagni che vogliono la palla, ma credo che a me mi piace giocare così, mi diverto di più. Gut, also die Frage war jetzt, ja, Thema Adrenalin. Wann spüren Sie mehr Adrenalin? Also wenn Ihnen einer beim Elfmeter gegenübersteht oder wenn Sie mit dem Ball am Fuß von einem gegnerischen Spieler gepresst werden, wofür spüren Sie mehr Druck oder auch Adrenalin? Die Antwort daraufhin, ja, weiß ich jetzt nicht, schwierig zu beantworten. Die Hauptsache ist, ich möchte dem Team einfach helfen, und wenn es von außen ab und zu vielleicht etwas riskant aussieht auch, wenn ich den Ball nach hinten bekomme und ich mit den Füßen dann dementsprechend versuche, als letzter Mann hinten so ein bisschen das Spiel auch zu dirigieren. Es ist aber gar nicht so, so riskant, wie es vielleicht aussieht. Und dann hängt es natürlich auch von meinen Mitspielern ab, wer den Ball haben möchte und so weiter und so fort. Und mir gefällt diese Art von Spiel und von Spielstil, den ich da anbieten kann. Grazie infinite a tutti. Danke an alle.